Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Frau Staatsministerin Grütters, meine Damen und Herren, seit Gil Scott-Heron wissen wir, Demokratie ist nichts, was im Fernsehen gemacht wird. Sie wird auch nicht in den sozialen Medien errungen. Demokratie muss immer wieder bestätigt, gefestigt, verteidigt, ja, errungen werden. In Myanmar, Hongkong, Russland, Belarus und anderswo muss sie derzeit gegen staatlichen und militärischen Widerstand mit Mut und Gefahr für Leben und Freiheit erkämpft werden. Und ich möchte es nicht verpassen, von dieser Stelle aus Simur Pipia, einem jungen Mann, einem Fußballfan aus Belarus, der seit 25. September in Minsk als politischer Gefangener inhaftiert ist und für den ich eine Patenschaft übernehmen durfte, im Namen vieler Kolleginnen hier zu sagen, we stand by you. Demokratie bezieht ihre Legitimation und ihre Kraft nicht aus Gehorsam, sondern aus der Urteilskraft mündiger Bürgerinnen. In einer Zeit, die, wie Heinrich August Winkler schreibt, von der Krise der liberalen Demokratie geprägt ist, könnten wir gerade in Deutschland historische Orte der Demokratiegeschichte als Orientierungspunkte gut brauchen. Doch man erfährt im Gesetzentwurf nichts über die Dringlichkeit dieses Vorhabens. Nichts davon, auf welche aktuellen Herausforderungen wir reagieren. Mit dürren Worten wird die inhaltliche Grundlage für die Stiftung skizziert. Das Ganze ist leider von einer geradezu besorgniserregenden Lieblosigkeit geprägt. Nichts in Ihrem Konzept klingt so, als würden Sie junge Menschen adressieren. Dabei gäbe es viele interessante zivilgesellschaftliche Projekte zur demokratischen Bildung. Wohl hätte man mit denen mehr im Austausch sein müssen, anstatt zur Erarbeitung des Gesetzentwurfs einen Ministerialbeamten einsam an den Schreibtisch zu setzen. Sie adressieren anscheinend die klassischen Bildungsbürger als Zielgruppe. Genauer gesagt die guten alten BRD-Bildungsbürger. Denn die ostdeutsche Demokratiegeschichte bleibt völlig unterbelichtet. Dabei gibt es natürlich keine deutsche Demokratiegeschichte ohne die friedliche Revolution von 89-90 und ohne die ostdeutschen Orte der Demokratie, Orte wie die Nikolaikirche in Leipzig. Durch den Fokus auf die Orte der Repression wie die verschiedenen Stasi-Zentralen wird zudem die Gelegenheit verpasst, die Orte der Opposition, der Bewegung, der Gewaltfreiheit und Solidarität angemessen einzubinden. Die friedliche Revolution war für viele Menschen in unserem Land die prägendste, die zentrale Demokratieerfahrung. Es muss Aufgabe dieser Stiftung sein, sicherzustellen, dass diese Demokratieerfahrung entsprechend gewürdigt wird. Es ist traurig, was Sie aus diesem so wichtigen und großen Thema gemacht haben. Eine schläfrige Veranstaltung. Wenn von dieser Stiftung positive Impulse ausgehen sollen, reicht es nicht, Ereignisse und Orte aufzuzählen. Es braucht eine Idee, und die fehlt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grundl. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Volker Kauder, CDU/CSU.